gesellt hat sich Hansi Küpper. Hallo Wolf, es ist toll, hier sein zu können bei dieser Atmosphäre. Ich kann mir vorstellen, das Spiel, das wird eine Menge bieten. Und jetzt das Spiel. Real Madrid gegen Real Madrid. Und jetzt Raúl Albiol. Und jetzt Xabi Alonso. Xabi Alonso. Fabio Contrao. Und jetzt Mesut Özil. Ja, da versucht er die Abwehr zu überlupfen. Benzema. Ein Riesentor. Das ist ein echter Leckerbissen für alle Fußballfreunde. Er bringt seine Mannschaft ganz schnell, ganz weit nach vorne. Das ist der perfekte Auftakt und der müsste jetzt eigentlich für den weiteren Spielverlauf eine Menge Selbstvertrauen geben. Exzellent macht er das, dieser Strolch. Nicht perfekt angenommen, aber im Abschluss glänzend gemacht. Ein schönes Tor. Besser geht's nicht. Da hätten sie schon etwas mehr Konzentration in dieser Anfangsphase gebraucht. Jetzt liegen sie hinten und jetzt müssen sie sich was einfallen lassen. Jetzt Modric. Ein langer Ball über die Abwehr. Mesut Özil. Fabio Contrao. Was war? Ach ja, abseits. Da hinten steht ja noch einer. Xabi Alonso. So was wollen wir hier gar nicht sehen. Unfaire Attacke, Freistoß. Und jetzt Xabi Alonso. Sergio Ramos. Di Maria. Da ist er dran. Da kommt er angepaced. Di Maria. Der kommt richtig lang. Benzema! Und der Torwart hat ihn. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. Di Maria. Jetzt kann er noch mal draufhalten. Versucht mit einem Lupfer. Und drin ist er. Des Linienrichters ist oben. Das Tor zählt also nicht. Bitter für den Torschützen, keine Frage, weil der natürlich schon unterwegs war zum Jubeln und dann zurückgepfiffen wurde. Die Entscheidung kam spät, aber sie war richtig. Nein, der kommt nicht durch. Xabi Alonso. Fabio Contrao. Und jetzt Mesut Özil. Durch die Abwehr. Der Schiedsrichter pfeift, das Ding hat die Fahne unten, das war abseits. Pepe. Fabio Contrao. Steckt den Ball durch. Jetzt kann er es probieren. Er bringt ihn! Da hätte er sein Solo veredeln können. Das macht er immer wieder klasse. Legt sich den Ball in die Mitte, kommt zum Abschluss. Beim nächsten Mal ist das Ding vielleicht drin. Die Situation ist bereinigt. Eine halbe Stunde ist gespielt. Das ist eine gute Chance. Richtig, richtig gutes Spiel des Torhüters. Xabi Alonso. Mesut Özil. Jetzt hat er die Chance. Das Leder schön nach außen gepasst. Da ist die Chance zu flanken. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war.
Okay, er ist derjenige, der die Chance vergibt, aber seine Mannschaftskameraden müssen sich natürlich die Frage gefallen lassen. Warum helft ihr ihm nicht? Mesut Özil. Er versucht ihn da durchzuspielen. Das ist ein langer Ball. Die Fahne ist oben, abseits angezeigt. Gute Entscheidung des Assistenten. Fabio Contrao. Er bekommt den Pass in guter Position. Di Maria. Gut abgefangen. Er steckt ihn durch. Und jetzt Xabi Alonso. Noch 5 Minuten bis zur Pause. Wenn nicht noch was Außergewöhnliches passiert, dann bleibt es auch dabei. Versucht die Gasse zu finden. Kein Problem für den Mann im Kasten. Da ist er wieder, mit dem Finger am imaginären Abzug. Was macht Cristiano Ronaldo aus diesem Freistoß? Nee, so wird das nichts. Und jetzt Benzema. Ball von uns in der Vorwärtsbewegung. Die Räume sind zu, sie müssen sich etwas einfallen lassen. Die Fahne bleibt unten. Gut gemacht, gut verteidigt. Di Maria. Und jetzt Cristiano Ronaldo. Und bitte, er trifft ihn. Ja, da stand er hinter dem letzten Verteidiger. Und auch wenn es hart ist, das war abseits. Gutes Auge des Assistenten. Fabio Contrao. Der Unparteiische bittet zur Pause. Es steht 1:0 und viel mehr ist hier auch nicht passiert. Wir erleben die absolute Dominanz der Defensive auf beiden Seiten. Mit nur einem Torunterschied geht's in die zweite Hälfte. Macht weiter so. Das müssen in etwa die Worte des Trainers in der Kabine gewesen sein. Kein Zweifel, genau das wollen die Zuschauer auch sehen. Real Madrid gegen Real Madrid. Mesut Özil. Essien. Und abgefangen. Und jetzt Xabi Alonso. Fabio Contrao. Und jetzt Xabi Alonso. Cristiano Ronaldo. Fabio Contrao. Xabi Alonso. Di Maria. Modric. Sergio Ramos. Und jetzt Benzema. Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Den haut er raus. Langer Ball in den freien Raum. Die Falle des Assistenten ist oben und die Abwehrspieler sehen erleichtert aus. Und jetzt Xabi Alonso. Es sieht gut aus.
Nee, so wird das nichts. Kaka. Da ist kein Durchkommen. Jetzt Kaka. Das sieht vielversprechend aus. Ja, und er verliert ihn. Und er bezieht seinen Keeper ins Spiel mit ein. Und jetzt Kaka. Und Kaka ist in Fahrt. Und weg ist der Ball. Ist nicht im Abseits. Er versucht, den Ball reinzuflanken. Jetzt der Abschluss. Versenkt. Das ist jetzt schon ein komfortables Polster. Und jetzt können wir darüber diskutieren. War es gut gemacht oder war es einfach schlecht verteidigt? Wenn einer wie er in einer solchen Situation den Ball bekommt, dann kannst du in aller Ruhe Bier holen gehen. Diese Dinger macht er immer rein. Und damit steht es 2:0. Das ist doch jetzt ein komfortabler Vorsprung. Eigentlich muss das reichen, um am Ende den Sieg einzufahren. Ist guter Fußball. Und jetzt Cristiano Ronaldo. Er findet niemanden. Pass unterbrochen. Kaka. Und zurück zum Keeper. Mesut Özil. Noch 15 Minuten zu gehen. Kaka. Und jetzt Xabi Alonso. Und jetzt Kaka. Der Ball kommt durch. Er hat ihn. Gute Schussposition. Und es ist passiert. Die Spieler jubeln, aber der Schiedsrichter gibt das Tor nicht. Der Schiedsrichter hat auf Abseits entschieden. Das Tor zählt also nicht. Und ich glaube, da lag der Assistent völlig richtig. Die Fahne ging auch schnell nach oben. Nur der Unparteiische hat das nicht sofort gesehen. Fabio Contra. Und jetzt Raúl Albiol. Nach vorne geschlagen. Und jetzt Kaka. Essien. Und jetzt Xabi Alonso. Fabio Contra. Modric. 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 Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Dazwischen gegangen. Langer Ball in den freien Raum. Das kann interessant werden. Da ist die Chance. Und drin ist er. Jetzt sind sie drei immer hoch, wieder also die das Frage, Ding dürfte gelaufen wie will man diesen Spieler bremsen und immer wieder das Verzweifelte absetzen. Toller Sololauf. Neuer Spielstand 3:0. Kaka. Fabio Contra. Zu spät dran. Klares Foul, klarer Freistoß. Kaka. Higuain. Ui, das ist sehr kreativ. Und Ende. Der Unparteiische pfeift die Partie ab.
Vom Anpfiff an war klar, wer hier als Sieger vom Platz gehen wird. Sehr zur Freude der Fans.